Heute habe ich drei Themen für Sie. Es geht um die Online-Lehre, die Einrichtung zweier neuer Departments und um eine persönliche Sache. Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle hatten gehofft, dass es anders kommt, aber die Zahlen lassen der Politik und damit auch uns keine Wahl. Schon in der vergangenen Woche trat die 9. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft, der zufolge an Hochschulen generell keine Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Und in der Pressekonferenz von vergangenen Sonntag hat Ministerpräsident Markus Söder den Lockdown noch einmal verschärft, im Wesentlichen auf das Niveau vom Frühjahr. Die FAU hat daher wieder vollständig auf digitale Lehre umgestellt. Zum Glück gelten dieselben Ausnahmen wie schon im Sommersemester. Unter strenger Einhaltung der Maßnahmen zum Infektionsschutz können Labortätigkeiten, Praktika sowie praktische und künstlerische Ausbildungsabschnitte an unserer FAU stattfinden. Auch Prüfungen können unter Beachtung natürlich der Hygienevorgaben in Präsenz durchgeführt werden. Und das finde ich auch sehr wichtig, die Uni-Bibliothek ist anders als die Stadtbibliotheken weiterhin geöffnet. Diese Entwicklung tut mir gerade für unsere Erstsemester sehr leid, denen wir ein komfortables Ankommen ermöglichen wollten und die jetzt zum Teil furchtbar enttäuscht sind. Im Augenblick sondieren wir Fakten und Möglichkeiten, wie wir Ihnen, liebe Studierende, das Wintersemester erleichtern können. Wir haben im Sommer ja bereits einiges an Erfahrung gesammelt. Es wird, so viel darf ich vorab sagen, weiterhin erleichterte Rücktrittsregelungen für Prüfungen geben. Eine Annullierung bei Nichtbestehen ist jedoch für die Prüfungen des Wintersemesters nicht vorgesehen. In Kürze werden wir eine ausführliche Rundmail zu diesem Thema versenden und vergessen Sie bitte nicht, auch Ihre Dozentinnen und Dozenten sind für Sie jederzeit ansprechbar, zumindest wenn es um Herausforderungen in der jeweiligen Lehrveranstaltung geht. Vielleicht warten Sie ja schon drauf, dass ich in meinem Podcast wie gewohnt endlich auch zu den guten Nachrichten komme. Und natürlich gibt es auch diese wieder. Im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern richten wir an der FAU nun weitere zwei neue Departments ein. Das Department für Data Science dockt in der Naturwissenschaftlichen Fakultät an. Es konzentriert sich auf starke Grundlagenforschung zur Mathematik der Datenwissenschaft, verknüpft mit Anwendungen auf den Gebieten wie etwa der Energie-, Klima-, Materialforschung, aber auch Digital Humanities oder Medizin. Das zweite Department, das wir einrichten, ist das Department Digital Humanities and Social Studies. Dieses widmet sich der forscherischen Herausforderung, kulturelle und soziale Welten in Daten und formale Modelle zu übersetzen und die computergestützte Analyse auf Ableitungen für unser gesellschaftliches Zusammenleben hin zu interpretieren. Im Zuge der Neugründung richtet die FAU im Department für Data Science 5 und im Department für Digital Humanities and Social Studies 6 neue HTA-Professuren ein. Wir zünden damit quasi die nächste Stufe der Hightech-Agenda an der FAU. Auch unsere Studierenden profitieren natürlich davon. Der Studiengang Data Science und auch der Studiengang Digital Humanities and Social Science sind in Zukunft damit noch mehr mit Fach-Know-how unterfüttert, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Und nun gestatten Sie mir zum Schluss eine Bemerkung in eigener Sache. Einige von Ihnen mögen es mitbekommen haben oder in den Medien gelesen haben. Unser Universitätsrat hat mir am vergangenen Freitag für weitere 6 Amtsjahre sein Vertrauen geschenkt. Ich darf also diese großartige Universität eine weitere Amtszeit lang führen und ich werde das mit ganzer Kraft und mit Herzblut tun. Wir haben gemeinsam viel erreicht in den vergangenen 6 Jahren und wir können gemeinsam noch ganz andere Dinge erreichen, aber eben nur gemeinsam. Ich brauche dafür Sie alle, liebe Angehörige der FAU, Sie, liebe Studierende, Sie, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Lassen Sie uns gemeinsam unsere FAU weiterhin nach vorn bringen und gerade 2020 hat uns ja gezeigt, wie leistungsfähig die FAU sein kann, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Schenken Sie also auch mir Ihr Vertrauen. Und nun möchte ich Ihnen noch eine gute, erfolgreiche Woche wünschen. Ich weiß, gerade in den Wochen vor Weihnachten ist die Hektik immer besonders groß, aber vielleicht nehmen wir uns auch dieser Tage ab und zu eine extra Minute für eine kurze Pause, zum Beispiel, um in unserem FAU-Weihnachtskalender reinzuhören.
Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und vor allem bleiben Sie gesund.